Moin Leute, was geht? Hier ist Bredis. Wir fangen Mortal Kombat 11 wieder an. Ich bin Sub-Zero, Lich King. Und wieder, ich hasse die so heftig, die Cetrion mit diesem ganzen scheiß Zoning. Das wird ein harten Battle sein. Auf jeden Fall. Ihr seht auch schon, ich gebe mein Bestes, aber... Ich bin, glaube ich, ein wenig nervös, wenn ich gegen Cetrion spiele, weil ich nicht so oft gegen sie spiele. Ich versuche, die jetzt in die Ecke zu schmeißen. Ja, jetzt bin ich selber in der Ecke. Ho! Crushing Blow! Hey! Das war aber echt stark. Zweite Runde, Leute. Gleich geht's richtig ab. Das geht aber echt gut mit ihr. Ja, bleib mal in der Ecke, bleib mal in der Ecke. Das passt mir ganz gut. Noch ein Slide und wir haben Crushing Blow. Ich will eigentlich Brutality versuchen, vielleicht gelingt mir das auch. Oh, oh, warum ist nichts passiert, Bro? Okay, Mercy einmal. Slide. Ja, ich will einmal entweder so treten nach vorne und dann Brutality machen oder einmal mit den Äxten. Nach vorne zwei. Ah, ich glaube, das wird nichts. Egal. Hauptsache gewonnen. Erste Runde. Gegen Cetrion gewonnen. Vier Sterne in Feuer. Also der hat sich jetzt für Shiva entschieden. Und wie ihr das kennt, es ist ziemlich schwer gegen Shiva zu spielen. Weil die springt immer nur. Also macht immer wieder diesen Stamp. Und es ist echt schwer zu blocken. Oder man kann das gar nicht blocken. Jetzt noch Zoning. Ja, ja, kriegst du gleich. Ah, nein, nein, nein. Seht ihr, ne? Ich kann hier nicht entkommen. Ich weiß nicht, warum die Autoren vom Spiel, die Macher vom Spiel, so ein Shit gebaut haben. Du kannst ja so springen, wie viel du willst, aber sie trifft dich immer wieder. Man kann Slide machen, aber ist auch nicht so dolle. Ja, habt ihr gesehen? Fast, fast verkackt. Nur von diesem Stamp, das ist echt unglaublich. Das mein Lieben. Oh, was ist los? Das hat verkackt. Normalerweise laufe ich, also vorne, vorwärts 4. Und dann versuche ich zweimal nach oben und dann 4 zu drücken, dann kann ich sozusagen mixen, die Attacken mixen und dadurch gewinnt man auch ein bisschen besser. Oh, das war aber schön. Nochmal, nochmal, Mann. Ich wollte, dass ihr nicht, Crushing Blow. Ich wollte ihr das nicht, nicht so leicht machen, aber ich habe schon verkackt. Ich glaube, mit Sub-Zero wird das echt schwer sein, hier ein Spiel zu gewinnen. Ich gebe mein Bestes, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich jetzt am Abend zocke und eigentlich schon schlafen. Schon null Konzentration. Ah, und kein Bock auf diese Scheiße. Ja, in die Ecke mit dir. Ah, Gott. Das ist so nervig. So nervig ist das. Oh, Mann, ey. Ich kann jetzt schon bestimmt schon abschalten. Ich mag das nicht. Die Leute haben kein Skill. Tut mir leid, wenn jemand so betroffen ist von dem Scheiß, aber kein Skill, was so Mortal Kombat angeht. Und die machen nur Zoning oder halt diese Scheiße ständig springen. Das ist kein Spiel, das gefällt mir gar nicht.
Das ist ja immer Spam, Spam, Spam und Spam. Aber macht nichts. Gleich nehmen wir Glow. Ja, jetzt spammen wir. okay. Ja, geht noch. Ja, jetzt kriegst du volle Kanne. Und nochmal. Jo. Und nochmal? Gleich? Ja, okay. Machen wir vorwärts 4 jetzt immer. das sieht nach guter Strategie aus. Ja, seht ihr, man muss immer wieder diese Zeit merken, diesen Timing. Ja, auch verkackt. Aber ich sehe, ich könnte hier gewinnen. Man muss nur einfach vorstellen oder verstehen, wann soll man die angreifen. Okay, erste Runde fertig. Ich glaube, hier müssen wir nicht so lange diskutieren. Gleich diese Runde und wir haben gewonnen. Crushing Blow, wie gesagt. Zack. Come on, forward 4. Yo, nice. Nochmal. Das hat dreimal funktioniert. Das ist der Hammer, bro. Ah, das ist nicht so schön. Man könnte bestimmt Flawless Victory machen. Aber... Oh, oh, oh. Das ist jetzt gefährlich, bro. Das ist gefährlich. Gefährlich. Oh, jetzt. Yo. Woo. Das war aber der Hammer. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.